Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, mir geht es jetzt ganz gut. Also was heißt, mir ging es nicht schlecht, ich war nur ziemlich müde letztes Wochenende. Deshalb habt ihr da auch so nichts von mir gehört. Nicht viel, weil ich war ja auf der Hochzeit von meiner Cousine und ja, wir waren früh morgens dann wieder irgendwann zu Hause und ja. Das musste ich dann ein bisschen auskurieren am Wochenende und war auch mal ganz schön, einfach nur zu relaxen und ja, quasi nichts zu machen. Aber jetzt mache ich was. Jetzt habe ich wieder Lust. Ihr seht mich hier ungeschminkt. Ich habe nur gerade mein Gesicht abgepudert, weil ich nicht ganz so glänzend vor euch sitzen wollte. Ein bisschen Lipgloss mehr habe ich nicht gemacht. Weil ich drehe jetzt hier ein Take-up und es kann sein, dass ich gleich im Anschluss vielleicht noch ein Haul abdrehe, das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das zeitlich schaffe, aber dann ist es eh besser, wenn ich, ja, dann bei diesem kleinen Haul-Video, da habe ich glaube ich eine neue Mascara und Lidschatten und das möchte ich euch dann natürlich wieder live zeigen und deshalb ungeschminkt. Mal gucken. Ja, der Tick, also ich wurde getaggt von der lieben Mausis, von der lieben Sani. Ich verlinke den Kanal von ihr hier unten drunter. Schaut doch mal bei ihr vorbei. Ist auch eine ganz liebe, süße Maus. Und ich danke dir erstmal, liebe Sani, dass du mich getaggt hast. Ich freue mich. Das ist so ein Tag, wo man Fragen beantworten muss. Ich habe mir das Video bei der lieben Sani angeschaut und gefiel mir ganz gut. Es kann sein, dass ich sowas Ähnliches schon mal irgendwann gemacht habe. Aber wenn, dann ist das schon lange her. Der Tag heißt Get Your Freak On. Ja. Und das sind, wie viele Fragen sind denn das? Moment, 15 Fragen. Ich würde sagen, wir starten auch gleich. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Es wird, denke ich mal, ein kürzeres Video, aber ist auch nicht mal verkehrt. Das letzte Video ging, glaube ich, über eine Stunde. Deshalb jetzt mal ein kürzeres Video, hoffe ich. Frage Nummer 1. Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Also ich heiße ja Nadine und aus Nadine kann man nicht so Spitznamen bauen. Manchmal nennen sie mich Naddel, aber ganz, ganz selten. Das kommt noch vor der Grundschule her, weil ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Hat nichts mit der Naddel zu tun, die ihr vielleicht jetzt auch im Kopf habt, ne? Hier von Dieter Bohlen. Nein, nein, aber sonst eigentlich nicht. Eigentlich nennen sie mich alle Nadine. Frage 2. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Hast du eine seltsame Angewohnheit? Oh Gott. Ja, jetzt spontan. Eine seltsame Angewohnheit. Grübel, grübel. Ich glaube, an mir ist gar nicht so was Seltsames. Ich weiß nicht. Nee, also wenn mir gleich noch was einfällt, so spontan fällt mir gerade keine seltsame Angewohnheit ein. Gibt's das? Es gibt bestimmt irgendwas, was vielleicht für euch ein bisschen seltsam wäre. Im Moment fällt mir leider nichts ein, sorry. Frage 3. Hast du irgendwelche seltsame Phobien? Also Ängste vor irgendwas. Ja, seltsam eigentlich. Ne, ich glaube seltsam nicht. Flugangst haben viele. Vor Spinnen ekel ich mich auch. Wenn die so eine gewisse Größe erreicht haben, kann ich die nicht mehr selber entfernen. Dann brauche ich wirklich Hilfe. Also seltsam, glaube ich, ist das nicht, was ich habe. Aufzug fahre ich auch nicht gerne, habe ich auch Schiss. Also da laufe ich, also wirklich nur in Notfällen würde ich Aufzug fahren. Weiß ich nicht warum. Also was heißt. Ja, Phobien. Nee. Ich glaube, da habe ich nichts Seltsames. Frage Nummer 4. Welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? Also, heimlich, wenn ich alleine bin? Also, ich drehe auch so, wenn, ne, unter uns wohnen ja Schwiegereltern, und ich drehe, habe ich auch heute wieder, wenn ich bügel oder Hausputz mache. Generell im Haus irgendwas mache, ist Musik eigentlich immer mit dabei. Und wenn ich Bock habe auf Nightwish, dann drehe ich das auch bis hinten hin auf. Ich höre ja sehr gerne Nightwish, ich höre gerne Techno, Trance Musik, Scooter. Move Your Ass habe ich eben noch gehört, ist ein alter Schinken von Scooter. Damit bin ich groß geworden in der Disco, sage ich mal. Ja, dann singe ich auch Move Your Ass mit oder so. Ja, ist einfach nur Rumgegröle eigentlich. Ja, und wenn ich Bock habe auf Biene Maja oder die Schlümpfe, dann singe ich das. Also eigentlich ist mir, mache ich das nicht heimlich. Nö, ich singe gerne und das können auch ruhig Schwiegereltern oder so mitbekommen. Ja. So, wo sind wir? Frage Nummer 5. Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Über welche Kleinigkeit ärgere ich mich am meisten?
Also ich finde es immer schlimm, wenn ich so erzähle, so wie jetzt, ne, so im Redefluss bin und man wird unterbrochen. So mittendrin, so weiß ich nicht, kommt dann einer und haut da voll einen rein und jetzt bin ich dran und du sei mal ruhig. Also das, ja, für andere ist es vielleicht keine Kleinigkeit, für mich ist es schon ein, wenn das natürlich hintereinander, weiß ich nicht, wenn ich immer wieder anfange und derjenige haut immer wieder dazwischen, dann rege ich mich da auch schon mal mehr drüber auf, aber ja, das sind so Sachen, so, ja, wenn man nicht ausreden darf und ne, sowas halt, würde ich jetzt spontan antworten. Frage Nummer 6, was tust du, wenn du nervös bist? Wenn ich nervös bin. Also ich kau keine Fingernägel. Was tust du, wenn du nervös? Also ich laufe, also wenn es der Fall zulässt, wenn ich jetzt nervös bin, laufe ich hin und her so ab und zu. Dann bin ich schon viel in Bewegung, wenn ich nervös bin. Oder ich spiele schon mal dann in den Haaren so ein bisschen, würde ich sagen, dass ich dann vermehrt diesen hier mache. So meine Haare eindrehe, so wie jetzt. Ja. Das mache ich, wenn ich nervös bin. Frage 7. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Wenn ich vor meinem Bett stehe, links. Das ist ganz lustig. Früher habe ich immer rechts geschlafen. Und dann habe ich irgendwann zu Schatz gesagt, ich sage, komm, ich sage, lass uns mal tauschen. Ich möchte auch mal links schlafen. Ja, und seitdem, das ist bestimmt jetzt schon 6 Jahre her, schlafe ich links. Gefällt mir irgendwie besser. Hört sich doof an, aber irgendwie schlafe ich lieber links. Frage 8. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Mein erstes Kuscheltier habe ich hier. Ja, das muss es gewesen sein. Darf ich vorstellen, das ist Schlappi. Ja, ich glaube, ich habe ihn Schlappi genannt. Es soll ein Hund sein. Wegen den Schlappohren. Der Kopf hier, der Hals, der war mal stabiler. Der hat irgendwie nachgelassen. Und was verloren gegangen ist, ist die Nase. Hier hat mal eine Nase gesessen. Die ist dann irgendwann mal quasi weg. Ja, der ist schon uralt. Ich glaube, den habe ich... wann habe ich den bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Er ist schon oft in der Waschmaschine auch gelandet und der ist im Moment im Flur auf dem Stühlchen als Dekoration. Und früher war er immer mit im Bett. Schlappi. Ja. Oh, jetzt ist mein Handy ausgegangen. Moment. Schlappi haben wir abgehandelt. Na komm, mach offen. Mist. Das war 8, wa? Ja. 9. Welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? So oft komme ich da leider nicht hin, aber wenn ich in einer Tiergalerie bin in Dortmund, da gibt es Starbucks, dann gehe ich da generell fast immer rein. Ja, leider war das noch nicht so oft. Aber letztes Mal war es nicht Chai Latte, Latte Macchiato. Mit irgendeinem Sirup oder so. Irgendwas war Karamellgeschmack, glaube ich. Irgendwas mit Karamell und das war mega lecker. Ja. Sonst hatte ich, glaube ich, ein Cappuccino schon mal da, aber Latte, also die letzte Latte war sehr, sehr lecker. Ja, okay, Nummer 9 war das. Nummer 10, gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber selbst nie einhältst? Also da würde ich spontan jetzt mal sagen, ich sage schon mal oft zu meinem Schatz, wenn wir dann abends so Fernsehen gucken und auf dem Sofa liegen, ich sage, Schatz, wenn ich merke, ihm fallen die Augen zu, ich sage, geh doch schon mal ins Bett. Du schläfst gleich wieder hier auf dem Sofa ein. Und dann liegst du da die ganze Nacht oder die halbe Nacht. Ja, ja. Ja. Wenn ich dann merke, mir fallen die Augen zu, was mache ich dann? Meistens gehe ich nicht ins Bett. Das, was ich dann zu Schatz sage, geh doch ins Bett, mache ich selber nicht. Ich merke, oh, jetzt könntest du ins Bett gehen. Und dann schlafe ich selber schon mal die halbe Nacht auf dem Sofa. Ja, aber... ja, das Sofa ist relativ bequem und von daher, aber das wäre das, was mir spontan einfällt. Das sage ich dann schon mal oft. Ich sage, Olaf, komm, ab in die Kiste, aber das war dann meistens schon zu spät und Olaf, der schläft so schnell ein, das gibt es gar nicht. Ja, aber mir passiert es, wie gesagt, auch. So, Nummer 11. In welche Richtung schaust du beim Duschen? Ich habe heute Morgen geduscht. Ich bewege mich, ich drehe mich. Also nicht die ganze Zeit, aber... ich fange an mit Gesicht zur Wand, zum Duschkopf so, weil dann creme ich mich ein und beim Abspülen drehe ich mich dann so hin und her. Beim Haarewaschen stehe ich mit dem Gesicht nach draußen, also nicht nach draußen, ja, ihr wisst schon, zur Tür. Weil dann habe ich den Kopf im Nacken und ja, also ich bewege mich, ich mache mal so, genau.
Nummer 12. Hast du irgendwelche seltsame Körperfähigkeiten? Ja. Also viele können ja hier die Finger verbiegen oder mit den Ohrläppchen wackeln. Ich habe keine seltsamen Körperfähigkeiten. Ich glaube, mein Körper ist nicht seltsam. Also, hört sich doof an, aber nö, ich kann leider nicht so lustige Sachen machen wie manch andere. Ja. 13. Gibt es ein eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst? Schlechtes Essen. Gibt es schlechtes Essen? Wahrscheinlich ist damit ungesunder, so wie McDonald's. Obwohl, so ungesund ist das doch nicht. Ich sag mal, alles in Maßen, ne? Also ich esse gerne, wenn ich bei McDonald's bin, nehme ich immer Hamburger Royal TS Maxi mit zweimal Mayonnaise und Fanta ohne Eis. So, und das weiß mein Mann auch schon. Der sagt so wie immer, ich sage, ja, wenn ich danach noch Hunger habe, schiebe ich mir noch einen Cheeseburger rein. Und wenn ich danach noch Hunger habe, gibt es noch so ein kleines Eis. Hier, das mit Karamellsoße. Und danach meistens noch einen Kaffee. Also wenn ich bei McDonald's bin, dann volles Programm. Aber eigentlich immer, früher habe ich immer McChicken gegessen, aber immer, jetzt seit Jahren schon Hamburger Royal TS. Mag das noch jemand so gerne wie ich vielleicht? Ja. Ah, Pizza esse ich gerne, Lasagne, das ist, ja. Das liebe ich. Ich liebe so Essen. 14. Frage. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Ständig sagst? Eine Redewendung, die ich ständig sage? Eigentlich nicht. Es gibt einen Spruch, den finde ich ganz gut. Den hat meine Oma immer gesagt. Wie geht der noch? Den finde ich gut. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch niemand anderem zu. Kennt ihr bestimmt. Den finde ich cool. Ja. Aber ständig predige ich eigentlich keine Redewendung so. Letzte Frage. Zeit zum Schlafen. Was hast du wirklich an? Ja, Mann, ich lüge doch nicht. Das hört sich ja so an, als würde ich ja sonst rumlügen. Also, im Moment, weil es recht kühl ist, leider haben wir sehr kühles, verregnetes Wetter schon seit ein paar Tagen. Im Moment ist es eine kurze Hose und ein kurzes T-Shirt. So, wenn es ganz, ganz heiß ist, dann habe ich meistens nur einen Schlüpper an. Und ansonsten im Winter auch einen Schlafanzug oder mehr so ein langes Nachthemd mit langen Ärmeln. Ja, Schlafanzug, lange Buchse. Ja, also es kommt drauf an, wie warm, wie kalt es ist, ne? Aber ja, was Bequemes oder halt was Luftiges. Ja, ihr Lieben, das war's. Jetzt überlege ich noch mal kurz. Mir ist ja nichts eingefallen zu. Hast du seltsame Angewohnheiten? Mann, habe ich seltsame Angewohnheiten. Was ist denn seltsam jetzt für euch? Es ist, weiß ich nicht. An mir ist anscheinend nichts seltsam. Manchmal ziehe ich mir eine Engelkarte. Ist das seltsam? Also ich bin ja so, ich hatte ja mal so eine leicht esoterische Phase, wo ich mir so Karten gelegt habe. Und Engelkarten von, wie hieß sie noch, wie heißt sie, Doreen Vertue, glaube ich. Manchmal mache ich das. Dann nehme ich mir so ein Tarot oder ein Kartendeck oder ein Engelkartendeck und ziehe mir eine Karte blind und dann stelle ich mir die auf. Und ja, finde die Sprüche manchmal ganz nett. So diese Redewendungen und manchmal bringen die ja doch schon was, bringen einen zum Nachdenken. Ist das seltsam? Ja, vielleicht ist das für manche seltsam. So, ja, Tarotkarten, Kippa, Madame Lennemann, was es da nicht alles gibt. Ja, oder meine Heilsteine. Wenn ich schon mal Bauchweh habe, dann nehme ich mir einen kleinen Bernstein, so einen Trommelstein. Und das ist, ja, der ist nur so. Der Bernstein ist ja zum Glück auch ein leichter Stein. Und den klebe ich mir dann da, wo es weh tut, meistens hier, mit einem dicken Pflaster fest. Und nach einer Stunde ist es dann besser. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt für viele seltsam. Aber mir hilft es. Ja, das ist jetzt das noch, was ich spontan sagen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Tag gefallen. Und die liebe Sanni, ja, wen tagge ich? Ich muss mal gucken. Sanni, du hast ja hier schon, ich guck mal, alle die getaggt, die ich jetzt, Just Susi, Kellertreppchen, die wollte ich auch alle taggen. Nadine, meine Freundin, hast du getaggt, Nadine Bella,
Ja, Sweet Jasmin Baby, Superdine. Also, wen könnte ich taggen? Ich sage jetzt einfach mal so, da die liebe Sanni schon ganz, ganz viele getaggt hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ihr könnt mir auch die Fragen, ich schreibe die ja in die Infobox auch so beantworten, soweit das geht. Aber, oder eine, wir machen so eine. Also wer Lust hat jetzt noch, ich würde mich riesig freuen, verratet ihr mir doch mal. Ja, eine Frage, wer würde ich mich freuen, wenn ihr mir die beantworten würdet als Kommentar hier. Ob ihr seltsame Angewohnheiten habt. Das würde mich interessieren. Ja, hast du seltsame Angewohnheiten? Schreibt mir das doch mal bitte. Ich würde mich riesig freuen. Und ja, vielleicht drehe ich jetzt im Anschluss noch ein Haul. Dann sehe ich fast so aus wie jetzt. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich das schaffe zeitlich, weil ich dieses Video, wir haben heute Montag und es ist schon 5:30 gleich. Und ich will das Video noch heute Abend, dass die Ersten das am späteren Abend heute noch sehen können. Und mein Akku blinkt rot. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, dann muss ich den Haul morgen abdrehen. Dann drehe ich den Haul morgen. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich heute mal ungeschminkt war, weitestgehend. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit, bedanke mich für die Zeit und würde mal sagen, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.